Sarah Wagenknecht war jüngst bei Hart aber fair zu Gast. Zusammen mit Mario Mettbrötchen Vogt und Philipp Türmer, irgendeinem komischen Juso-Typen, der mir auch sehr suspekt ist. Naja, aber schauen wir mal, was die drei dazu sagen haben. Wenn Sarah Wagenknecht in der öffentlich-rechtlichen Talkshow ist, dann kann es erfahrungsgemäß nur gut werden, weil sie eine alternative Sicht bietet, die sonst in den öffentlich-rechtlichen eher zu kurz kommt. Also die drei, die ihr hier seht, das sind die Journalisten, die nebenbei diese Talkshow kommentieren dürfen. Das hier ist Enissa Amani. Ich glaube, die ist eher woke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Robin Alexander von der Welt, also dieses Springer-Medium, also Welt gehört zum Springer-Konzern. Der Springer-Konzern gehört zum Großteil KKR, also einem amerikanischen Finanzinvestor. Und zweitgrößte Aktionäre sind Matthias Döpfner und Friede Springer. Also KKR, für die, die es nicht wissen, das ist so eine amerikanische Heuschrecke, die auch beispielsweise in Rüstungsfirmen investiert. Also welche Interessen Robin Alexander hier vertritt, dürfte auch relativ klar sein. Dazu hier noch Kola Hübsch, die ist Mitglied in der Ahmadiyya-Gemeinde. Das ist so eine muslimische Gemeinde und ja, die darf auch irgendwas sagen. Keine Ahnung, also von mir aus könnte man diese drei Journalisten hier irgendwelche Kommentare abgeben, auch weglassen. Ich würde sagen, ich werde sie an den meisten Stellen auch überspringen, nur dass ihr wisst, wer hier so am Rand sitzt und Kommentare abgibt. Umfragen gar nicht so schlecht da. Frau Wagenknecht, ich habe ja den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder auch nach Ihnen gefragt und gefragt, ob er sich eine Kooperation oder sogar vielleicht eine Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht vorstellen könnte. In Thüringen kann das ja ganz akut werden zum Beispiel. Er ist zumindest, als ich ihn das gefragt habe, nicht aufgestanden und weggerannt. Hat Sie das gewundert? Also Länder sind Länder, da wird man sicherlich reden. Ich muss sagen, so wie sich die CDU bundesweit aufstellt, es ist ja schon bemerkenswert. Also die Ampel ist sicherlich die schlechteste Regierung, die die Bundesrepublik jemals hatte. Und die große Mehrheit, das zeigen ja auch Umfragen, wünscht sich, dass diese Regierung aufhört. Und trotzdem, weil sie einfach dieses Land planlos führt, weil sie völlig zerstritten ist, weil sie einfach die Probleme verstärkt, statt sie zu lösen. Und in der Situation hat es die CDU jetzt gerade mal auf einen Wert von 30% geschafft. Weil natürlich tatsächlich Herr Merz ist die Inkarnation dessen, dass es sogar noch schlimmer gehen kann als die Ampel. Also wenn Herr Merz mit den Grünen zusammengeht, das wäre dann der Worst Case. Also noch mehr Aufrüstung, noch mehr Rentenkürzungen, noch mehr Waffen in Kriegsgebiete und gleichzeitig grüne Gängelungswut. Also das wäre sozusagen noch der schlechtere Fall. Und das ist natürlich ein Problem, weil bisher ist hauptsächlich die AfD der Profiteur, weil die Menschen sagen, sie wollen protestieren gegen die Ampelpolitik, aber Merz steht eigentlich nicht für eine wirklich andere Politik. Und das macht unser Land mit Sicherheit nicht besser und nicht erfolgreicher, so eine Alternative zu haben. Das ist ja einer der Gründe, warum wir angetreten sind. Das Interessante ist ja, dass Sie in einem ähnlichen Lager fischen wollen. Sie haben Ihre eigene Partei gegründet und die auch als linkskonservativ gelabelt. Wollen Sie, Herrn Merz, im konservativen Lager ernsthaft Konkurrenz machen? Naja, die Frage ist ja, was ist konservativ? Und ich denke, der Klassiker oder der Vordenker des Konservatismus, das ist ja Edmund Burke, der hat ja mal Konservatismus als die Weisheit in den Traditionen beschrieben. Und die Frage ist eben, welche Traditionen sind wertvoll, welche Traditionen sind erhaltenswert und welche sind muffig und abgelegt. Und ich finde, die CDU hat ein besonderes Talent, das hervorzuholen oder zu betonen, was eigentlich nicht besonders zukunftsträchtig ist und sich von dem abzugrenzen, was wir brauchen. Also zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel. Also natürlich kann man sagen, es sind konservative Tugenden, dass man fleißig ist, dass man sich anstrengt, auch Disziplin und solche Dinge. Ja, aber dass solche Werte überhaupt eine Lebenschance in einer Gesellschaft haben, das setzt voraus, dass man mit ehrlicher und fleißiger Arbeit auch zu Wohlstand kommen kann. Genau dieser Aufstiegsmotor, den gibt es in unserer Gesellschaft kaum noch. Wer aus armen Verhältnissen kommt, der hat heute kaum noch eine Chance, selbst wenn er sich anstrengt, selbst wenn er ganz viel arbeitet, wirklich zu einem soliden Wohlstand zu kommen. Und das ist ein Thema, was die CDU nicht interessiert, weil da müssen wir über Mindestlohne reden. Da müssen wir über Sozialstaat reden.
über Tarifbindung reden. Und das wollen Sie alles CDU, nicht. Nämlich Mario Vogt ist ja bei uns. Vogt, Sie leiten auch die Grundsatzprogrammkommission der CDU. Das heißt, Sie sind zumindest an entschiedener Stelle dabei, wenn es um die inhaltliche Ausrichtung, die neue Ausrichtung dieser Partei geht. Der Generalsekretär Carsten Lindemann hat ja in der Doku, die wir eben gesehen haben, gesagt, die CDU sei entkernt gewesen und bräuchte eine neue Erzählung. Haben Sie diese neue Erzählung mittlerweile gefunden? Ja, unser Grundsatzprogramm ist die neue Erzählung und ich finde das schon in gewisser Weise amüsant. Ich meine, das funktioniert im Juso-Basiscamp vielleicht, diese Selbstbeschwörung, aber wenn die Kanzlerpartei mittlerweile halb so stark ist wie die CDU, dann zeigt das ziemlich präzise, was die Menschen davon denken. Und die CDU ist zurück. Wir sind, ja, Wagenknecht hat es gerade richtig gesagt. Die CDU ist zurück und sie wird 2025 wahrscheinlich zusammen mit den Grünen regieren. Also nichts wird besser werden mit der CDU. Und wenn es mit den Grünen gibt es eben eine schwarz-rot-grüne Koalition, also zusammen mit der SPD noch. Also wer wirklich glaubt, damit würden wir beispielsweise eine friedensfördernde Außenpolitik machen oder dadurch würden wir endlich was zum Erhalt unserer, für den Erhalt unserer Industrie tun. Das finde ich doch sehr, sehr naiv.